Die Trainerin war jahrelang erfolgreich. Ich hatte auch Angst vor Konsequenzen. Es geht darum, dass sowohl das Körperliche als auch das Mentale wohl gewährleistet wird. Irgendwann ging das aber in eine Richtung, die irgendwie sowohl körperlich als auch mental nicht mehr vertretbar war. Man sieht nicht gut genug aus. Kein Wunder, dass du deine Übung nicht schaffst. Du bist so schwer. Das Selbstbild war komplett zerstört. Es war dann teilweise so, dass ich gar nicht mehr getraut habe, mich im Spiegel anzugucken. Man hatte weder Selbstbewusstsein noch einen Selbstwert. Es war alles weg. Mein Name ist Pauline, ich bin 26 Jahre alt, bin Sportsoldatin bei der Bundeswehr und bereite mich aktuell auf meine dritten Olympischen Spiele vor. Wir befinden uns hier gerade in der Männerturnhalle am Olympiastützpunkt in Chemnitz. Ich verbringe hier tatsächlich sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben. Täglich 6 bis 8 Stunden. Den Schwebebalken macht besonders, dass es eigentlich jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung ist. Das macht den Reiz aus, aber manchmal verfluche ich das Gerät auch. Ich habe mit 5 Jahren mit dem Turnen angefangen, in einem ganz kleinen Verein beim TV Flugscheid Hicksberg. Und da habe ich meine ersten Räder und Rollen geübt. Die Turnhalle ist der schönste Spielplatz überhaupt. Ich habe mich nie nach irgendwas anderem gesehen, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Meine damalige Trainerin, die hat festgestellt, dass ich mehr kann als andere Kinder oder dass ich schneller lerne, dass ich ein besseres Bewegungsgefühl habe und hat mich dann im Prinzip an den nächstgrößeren Verein empfohlen. Und so nahm das eigentlich seinen Lauf. Irgendwann kam das Gespräch mit der damaligen Bundestrainerin, die mir dann im Prinzip vorgeschlagen hat, den Stützpunkt zu wechseln. Und deswegen fiel die Entscheidung dann auf Chemnitz. Dein Blick, sonst nichts. Ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich mir eigentlich immer gesagt habe, ich bin Familienmensch, ich möchte meine Familie um mich herum haben. Und das war natürlich dann sehr, sehr großer Schritt für mich, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt 600 Kilometer von zu Hause weg, auf mich mehr oder weniger alleine gestellt. Als ich nach Chemnitz gekommen bin, hatte ich natürlich auch eine neue Trainerin. Die Beziehung am Anfang war unproblematisch. Hat sie sich um alles gekümmert, was den Internatsplatz betrifft, die Schule und so weiter. Ich kannte sie auch schon von verschiedenen Trainingslagern, wo ich mit ihr auch trainiert habe. Und da hat das eigentlich weitestgehend gepasst. Irgendwann ging das aber in eine Richtung, die irgendwie sowohl körperlich als auch mental nicht mehr vertretbar war. Zwischen 15 und 16 Jahren geht ja dann auch immer die Pubertät los, der Körper verändert sich und im Turnen wird sehr darauf geachtet, wie du aussiehst. Da gab es natürlich dann die ersten Probleme. Du bist zu schwer, du kannst die Leistung nicht abrufen, die wir von dir verlangen. Kein Wunder, dass du deine Übung nicht schaffst. Ich hatte eigentlich zu der Zeit nach jedem Training ein sehr schlechtes Gefühl, weil man immer suggeriert bekommt, dass es nicht ausreicht, was man macht. Wenn man vom Mädchen zur Frau wird, das ist einfach eine Umstellung. Und das wurde halt einfach alles komplett ignoriert. Und wir wurden mehr oder weniger damit alleine gelassen. Man hat quasi versucht, gegen die Natur anzukämpfen und das irgendwie zu unterdrücken. Das Selbstbild war komplett zerstört. Es war dann teilweise so, dass ich gar nicht mehr getraut habe, mich im Spiegel anzugucken. Man hatte weder Selbstbewusstsein noch einen Selbstwert. Es war alles weg. Selbstständig zu denken war sowieso gar nicht gewünscht. Man musste einfach nur das machen, was einem gesagt wird, egal um welchen Preis. Und das war eigentlich so
das alltägliche Leben einer Turnerin hier in Chemnitz am Bundesstützpunkt der Frauen. Man hat erstmal gar nicht versucht, damit umzugehen, weil man der Meinung war, dass es einfach normal ist, würde ich sagen. Und sorry. Ich bin Helene, Paulines jüngere Schwester, 22 Jahre alt, ehemalige Profiturnerin und mittlerweile Studentin in der Immobilienwirtschaft. In der Turnhalle war es am Anfang für mich sehr angenehm, die ersten Jahre, die ich nach Chemnitz gekommen bin. Das Verhältnis mit meiner Trainerin war auch am Anfang sehr gut. Und so über die Zeit kam es zu mehr und mehr negativen Vorfällen. Wenn ich Verletzungen hatte oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht in der Lage war, voll zu trainieren oder 100% belastungsfähig war, wurde ich entweder ganz ignoriert oder beschimpft. Über die Jahre, gerade in der Pubertät, kamen dann auch abwertende Kommentare über den Körper und über das Gewicht mit dazu. Ich hatte durchgängig Angst. Ich war immer wie in so einem Zwiespalt, weil ich ja auch meine Ziele erreichen wollte, weil ich große Ziele hatte und wusste, dafür ist es einfach notwendig, jeden Tag hart zu arbeiten. Und auf der anderen Seite hatte ich einfach unfassbar viel Angst, wieder in die Turnhalle zu gehen, weil ich einfach genau wusste, dass ich dann wieder angeschrien werde. Ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich mich einfach nur noch wertlos gefühlt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich permanent traurig war, jeden Tag nur geweint habe, oft mehrere Stunden in der Turnhalle und auch dann im Internat später. Ja, und irgendwann war das einfach alles viel zu viel für mich und ich habe komplett alle Gefühle abgeschaltet und dann war da einfach nur noch Leere. Also mit anderen Turnerinnen ja, wir haben uns ausgetauscht. Aber so direkt als psychische Gewalt oder wie man es auch bezeichnen möchte, haben wir das gar nicht wahrgenommen. Das war auch unsere Motivation, von unserer Trainerin gelobt zu werden, weil das die einzige Anerkennung war, die wir bekommen haben. Zufriedenheit gab es eigentlich gar nicht. Es war immer eher schön, dass es geklappt hat, aber beim nächsten Mal mach's bitte besser. Ich habe viel mehr Zeit mit ihr verbracht als mit meinen eigenen Eltern. Und es war natürlich die Bezugsperson, von der man dann auch ja, emotional was haben möchte. Und das hat man dann in gewissen Situationen einfach nicht bekommen. Und im Training war es dann so, dass man auch über die Schmerzgrenze hinaus dann weiter an Übungen und Elementen arbeiten musste. Wenn wir Probleme hatten im Training, wurden wir zum Arzt geschickt. Der hat uns, wenn der MRT-Befund nicht auffällig gewesen war, hat er uns Schmerzmittel verschrieben. Das waren Ibuprofen-Tabletten, 600 bis 800 Milligramm. Das passierte aber alles ohne Absprache der Eltern. Nachdem das intensive Training sich irgendwann ausgewirkt hat auf den Körper, konnte man das halt so mit der normalen Regeneration nicht mehr kompensieren. Und deswegen hat man dann mit Schmerztabletten nachgeholfen. Also wir sprechen von über 270 Tabletten pro Jahr. Und das waren nur die verschriebenen Tabletten. Da habe ich 2015 in Glasgow Bronze gewonnen, auch mit einem recht schlechten körperlichen Zustand. Aber danach war das irgendwie wie so eine Eingebung, dass das jetzt auf jeden Fall passieren muss, dass ich mit den Tabletten aufhöre. Und das habe ich dann auch konsequent durchgezogen. Ich habe mich auf Entzug gesetzt, ja. Weil ich konnte keine Trainingseinheit mehr ohne Schmerztabletten bewältigen.
Und das war im Prinzip das primäre Ziel, das zu schaffen. Also wenn ich da heute drüber nachdenke, dann kann ich das eigentlich überhaupt gar nicht fassen, dass das überhaupt auch zugelassen wird, sowohl von der Trainerin als auch von einem Arzt, der eigentlich dafür verantwortlich ist, das körperliche Wohl zu gewährleisten beziehungsweise die körperliche Situation zu verbessern. Aber das hat es halt tatsächlich überhaupt nicht getan. Ich hatte sehr lange sehr starke Hüftprobleme und habe dann nach ein paar Monaten von meiner Trainerin den Vorschlag bekommen, dass ich mal Tilidin ausprobieren sollte. Weil Ibuprofen bei mir nichts geholfen hat, die Schmerzen nach wie vor sehr stark waren und ich einfach nicht richtig trainieren konnte. Die Tilidin-Tabletten, die habe ich direkt von meiner Trainerin bekommen. Die stammten aus ihrem Privatvorrat. Was es genau ist, habe ich nicht gewusst. Ich hatte von ihr nur die Info bekommen, dass es im Grunde wie Ibuprofen ist, nur ein bisschen anders wirkt und einfach eine andere Option wäre, die man mal ausprobieren könnte. Weitere Aufklärungen darüber habe ich nicht bekommen. Ich habe ihr vertraut. Natürlich war es dann doch irgendwie auch ein Schock, wenn man bedenkt, wie leichtfertig man so ein Mittel eingenommen hat und damit auch dann Wettkämpfe geturnt hat. Das ist nicht gerade ungefährlich. Also wir wussten, was es bedeutet, was wir mitgemacht haben. Aber für uns stand an erster Stelle erstens unsere eigenen Erlebnisse zu verarbeiten und erstmal alles zu realisieren. Und dann im Prinzip auch wieder uns mental auf einen Stand zu bringen, wo wir wieder glücklich sein können. Und auf der anderen Seite hat uns ermutigt, dass wir damit mit unserer Geschichte anderen Athleten helfen können. Nicht nur in Chemnitz, sondern auch in ganz Deutschland und auch auf der ganzen Welt. So in den letzten Wochen, bevor ich dann aufgehört habe mit dem Turnen, habe ich mir immer schon Sorgen gemacht und war natürlich auch traurig, weil es ein großer Traum ist, den man da aufgibt. Aber mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, so wie ich mich entschieden habe. Ich gehe trotzdem noch jeden Tag trainieren, allerdings ins Fitnessstudio. Und in die Turnhalle zu gehen, da habe ich eigentlich gar kein Interesse mehr. Also anfänglich haben wir versucht, ja, das Ganze intern zu klären. Aber irgendwie sind wir da auf absolut taube Ohren gestoßen. Die Trainerin war jahrelang erfolgreich. Es wurde dann eher noch gesagt, überdenkt bitte euer eigenes Fehlverhalten. Ich hatte auch Angst vor Konsequenzen, bei Wettkämpfen oder bei Nominierungskriterien aus dem Raster zu fallen. Aber das war mir in dem Moment eigentlich relativ egal, weil ich wusste, was es für mich bedeutet hat oder was es auch jetzt noch für mich bedeutet. Und weil ich einfach ein Umfeld schaffen wollte für Athletinnen, für ein normales, respektvolles Klima in der Turnhalle und einfach die Turnhalle wieder zu einem sicheren Ort machen. Ich habe mir in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Ich war erfolgreich und ich dachte, okay, ich muss das ausnutzen und ich muss für andere Athleten auch den Mut haben, darüber zu sprechen, weil ich wahrscheinlich mehr gehört werde als manch anderer. Wenn du ein System angreifst, du kriegst nicht immer nur Zuspruch. Hier geht es nicht darum, sich darüber zu beschweren, dass das Training anstrengend ist, sondern es geht darum, dass man das Training so gestaltet, dass sowohl das körperliche als auch das mentale Wohl gewährleistet wird.
Und wenn das grenzüberschreitend ist, dann ist es halt einfach nicht richtig. Ich glaube, dass ich jüngeren Athleten mitgeben kann, dass es nicht schlimm ist, Schwäche zu zeigen, dass es wichtig ist, über Probleme zu sprechen, dass es wichtig ist, sich mitzuteilen. Ich habe jetzt endlich einen Trainer gefunden, der mit mir auf Augenhöhe kommuniziert, der einen respektvollen Umgang pflegt und der es geschafft hat, dass ich wieder mit Freude in die Turnhalle komme. Also ganz oben steht eigentlich, dass wir auf Augenhöhe uns bewegen, dass wir viel kommunizieren, was eigentlich generell, was Beziehungen betrifft, egal ob es Familie ist, ob es eine Ehe ist oder Sportler-Trainer-Beziehung, dass man dort auf Augenhöhe ist und einfach gut kommuniziert, dass einer weiß, was der andere denkt und dass man dort dann einen gemeinsamen Nenner finden kann. Pauline ist unglaublich ehrgeizig und ja, hart gegen sich selber. Das ist eigentlich das, was ein Leistungssportler letztlich generell für sich mitbringen muss, um dort oben an der Spitze ankommen zu können. Heute geht's mir wahnsinnig gut. Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden, dass ich mir jetzt ein Umfeld geschaffen habe, wo ich meine Leistung abrufen kann, dass ich meinen Trainer habe, mit dem ich seit 2020 trainieren darf. Und ich merke auch, dass mir das Turnen einfach wieder Spaß macht. Das ging irgendwie komplett verloren. Und ich musste das natürlich auch erstmal wieder lernen, wieder Freude dabei zu empfinden. Und das habe ich auch zusammen mit meinem Trainer geschafft, dass ich wieder mit Spaß und Freude in die Halle komme.